Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei MW3 Zombies sehr schnell XP farmen könnt und eure Waffen leveln bzw. auch Tarnung freischalten könnt. Geht hierfür einfach zu einem Exfiltrationspunkt und hier spawnen eine Menge Zombies, Leute. Die könnt ihr peilen und immer wieder töten. Und ich würde euch empfehlen, als Feldausrüstung die Energiemine mitzunehmen, weil die erleichtert auch das Ganze und ihr tötet eine Menge Zombies. So könnt ihr auch ganz easy die Tarnungen freischalten, weil ihr habt immer wieder Zombies und könnt ganz schnell die Missionen erledigen. Ihr müsst jetzt einfach so lange warten, bis der Hubschrauber wieder weg ist. Dann kommt er so nach circa 2 Minuten wieder und ihr wiederholt das Ganze. Das war es dann auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Leute, lasst doch ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo bei mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei MW3 Zombies sehr schnell XP farmen könnt und eure Waffen leveln bzw. auch Tarnung freischalten könnt. Geht hierfür einfach zu einem Exfiltrationspunkt und hier spawnen eine Menge Zombies, Leute. Die könnt ihr peilen und immer wieder töten. Und ich würde euch empfehlen, als Feldausrüstung die Energiemine mitzunehmen, weil die erleichtert auch das Ganze und ihr tötet eine Menge Zombies. So könnt ihr auch ganz easy die Tarnungen freischalten, weil ihr habt immer wieder Zombies und könnt ganz schnell die Missionen erledigen. Ihr müsst jetzt einfach so lange warten, bis der Hubschrauber wieder weg ist. Dann kommt er so nach circa 2 Minuten wieder und ihr wiederholt das Ganze. Das war es dann auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Leute, lasst doch ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo bei mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.
Ich brauche freies Feld. Warte in der Landezone. Kommt an Bord und haltet mir die Seite vom Leib. Fang an that boat, wir kommen. Doppelte Punkte.